Okay, komm hier. Eine Mama für Choco und Keiko Kasa. Für Bela und Angie und all die Kinder, das die ihre eigene Frau Bär gefunden haben. Was denn? Was machst du denn hier, Junge? Mit Stiefeln im Sommer, hä? Choco, warte, ich bin noch nicht fertig. Ich muss erst mal lesen, Nikolas. Choco war ein kleiner Vogel, der ganz allein lebte. Er wünschte, er hätte eine Mama. Aber wer könnte seine Mama sein? Eines Tages ging er los, um sie zu finden. Oh oh, was haben wir denn hier? Was ist denn das für ein Tier? Eine Giraffe. Zuerst traf Choco Frau Giraffe. Oh, Frau Giraffe, meinte er. Du siehst ja so gelb aus wie ich. Bist du meine Mama? Tut mir leid, sagte Frau Giraffe. Aber ich habe nicht solche Flügel wie du. Als nächstes, Als nächstes traf Choco Frau Pinguin. Oh, Frau Pinguin, weinte er. Du hast Flügel wie ich. Bist du denn meine Mama? Tut mir leid, seufzte Frau Pinguin. Aber ich habe nicht so große, runde Backen wie du. Danach traf Choco Frau Walross. Walross. Oh, Frau Walross, rief er. Du hast so große, runde Backen wie ich. Bist du meine Mama? Na, hör mal zu, grumpelte Frau Walross. Ich habe nicht so eine gestreiften Füße wie du. Also lass mich in Ruhe. Egal, wo Choco auch suchte, er konnte einfach keine Mama finden, der so aussah wie er. Ja, das ist die Giraffe, ne? Und das ist der? Törö, der Elefant. Und da ist das, glaube ich, ein Kamel. Da ist ein Walross und da sind Pinguine. Und da ist ein Hase und da ist ein Krokodil. Nein! Was ist denn das? Eine? Schildkröte. Ja. Als Choco Frau Bär sah, wie sie Äpfel pflückte, wusste er sofort, dass sie nicht sein... Das ist der Bär, ja, der pflückt Äpfel, ne? Wusste er sofort, dass sie nicht seine Mama sein könnte. Frau Bär schaut überhaupt nicht so aus wie er. Ja, das ist die Tür. Choco war so traurig, dass er anfing zu weinen. Mama, Mama, ich will eine Mama. Frau Bär kam gleich angerannt, um zu sehen, was los war. Als sie sich Chocos Geschichte angehört hatte, seufzte sie. Oh, mein Kleiner, wenn du eine Mama hättest, was würde sie denn dann machen? Mama. Ich denke, sie würde mich halten, meinte Choco. Ungefähr so, fragte Frau Bär. Und sie hielt Choco ganz eng umschlungen. Ja, und ich denke, sie würde mich küssen, sagte Choco. Ungefähr so, fragte Frau Bär. Und sie hob Choco an und gab ihm einen großen Kuss. Das ist der Bär, ja. Der hat dem Vogel eben einen großen Kuss gegeben. Ja, und ich denke, sie würde mit mir tanzen und singen, damit ich wieder fröhlich bin, sagte Choco. Ungefähr so, sagte Frau Bär. Und sie sangen und tanzten zusammen. Was denn? Gucke, jetzt. Als sie sich ausruhten, sah Frau Bär Choco an und sagte, Choco, vielleicht könnte ich ja deine Mama sein. Du? Fragte Mama. Choco. Mama. Willst du zur Mama gehen? Dann geh zur Mama. Aber du bist doch nicht gelb und du hast doch keine Flügel oder große runde Backen oder gestreifte Füße, so wie ich. Na du meine Güte, sagte Frau Bär. Da würde ich aber sehr komisch aussehen. Ja, Choco dachte auch, dass das witzig wäre. Hey, ja, kein Schnabel. Nee. Ach, einen Schnabel hat er nicht, ne? Einen Schnabel hat sie nicht, ne? Nun, sagte Frau Bär, meine anderen Kinder warten schon zu Hause auf mich. Möchtest du vielleicht mitkommen und ein bisschen Apfelkuchen essen, Choco? Apfelkuchen, das hörte sich so wundervoll an. Also ging Choco mit ihr mit. Als sie zu Hause ankam, da kamen alle Kinder von Frau Bär aus dem Haus, um sie zu begrüßen. Choco, sagte Frau Bär, hier sind Nilpferd, Alligator und Schweinchen. Ich bin auch ihre Mutter. Schweinchen?
Und der Apfelkuchen roch so gut. Und im Haus von Frau Bär wurde so viel gelacht. Nachdem sie gegessen hatten, setzte sich Frau Bär auf den Stuhl und nahm alle ihre Kinder auf den Schoß und umarmte sie. Und Schoko war so glücklich, dass seine neue Mama genauso aussah, wie sie aussah. Siehst du auch wie deine Mama aus? Nein! Warum nicht? Ich bin doch anders. Und? Du kommst aus? Korea. Und deine Mama, die kommt aus? X-Land. X-Land? Nee, die kommt aus Ketchikan. In Alaska, ne? So, jetzt kannst du mal die Kamera wieder anhalten. Jetzt mal wieder hoch.